Nice, es funzt, meine lieben Freunde, es funzt. Wir haben einen Stromkreis. Erinnert mich um Gottes Willen dran, dass ich die Krankenstation auch unter Strom setze. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. In der Early Access. Meine lieben Freunde, wir haben jetzt das Krankenhausgebäude fertig gebaut. Das haben wir jetzt hier mal offscreen durchlaufen lassen. Das ist jetzt soweit fertig. Erstmal natürlich mit Boden, mit Lampen. Heater brauchen wir noch drin, also Wärmeerzeugung. Und wir haben jetzt hier auch ein Solarpanel, ein weiteres und noch ein weiteres Windrad aufgestellt, weil der Strom, der ist ein bisschen strapaziert und wir heizen ja gerade noch nicht mal. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir noch ein bisschen mehr Energie produzieren, damit wir dann im Winter, der ja bald anbricht wieder, die Heizung auch wieder aktivieren können, damit die hier nicht frieren, die Leute. Was ich jetzt auch mal gemacht habe, ist, ich habe ja so krasse Probleme gehabt mit Klamotten und so, ja. Ich habe aus meinem anderen Spielstand ein bisschen was jetzt mal allen Erkenntnissen hierher übertragen. Und die wichtigste Erkenntnis ist folgende, und ich pausiere jetzt mal kurz, damit ich das erklären kann, oder, ach Quatsch, ich kann es einfach laufen lassen eigentlich. Die wichtigste Erkenntnis ist die, man muss die Prioritäten unbedingt wirklich ganz hardcore festlegen. Wenn jemand bei einer Kolonie, wo nur 4 Leute drin sind, sehr gut craften kann, dann muss derjenige unbedingt bei Crafting eine Priorität von 1 haben und alle anderen Prios müssen niedriger sein. Wenn der jetzt nämlich eine zweite 1er Prio hat irgendwo, dann macht der mal ein bisschen was bei Crafting und geht dann wieder woanders hin und macht was anderes. Und das ist schlecht, weil so wird nämlich nie irgendwas fertig. Und das habe ich jetzt hier mal versucht, das einzustellen, dass die Sachen, die gut können, immer eine 1 haben. Und zwar immer möglichst nur eine Sache eine 1 hat. Außer eine Ausnahme sind die Sachen, die wirklich nur ganz selten mal gemacht werden. Wie zum Beispiel Hand. Da kann man auch mal mehrere Prioritäten gleichzeitig machen, die auf 1 sind. Weil wann jagen die schon mal? Meistens jagen sie ja gar nicht. Das ist ja nur ganz selten, ja. Und dann sollte es halt auch wirklich derjenige machen, der da auch bei Combat eine 6 hat, nämlich Samantha. Die halt einfach bei Combat gut ist. Ansonsten kann sie halt constructen, aber Construct macht sie ja auch nicht ständig, ja. Und insofern kann dann alles andere dann die Prio 2 haben. Also man muss wirklich mit diesen Prioritäten noch krasser arbeiten als bei RimWorld, weil so, wenn die das selber entscheiden, was die zuerst machen, dann endet das im Chaos und keiner macht irgendwie mal was richtig fertig. Ja? Weil sie dann immer das anfangen, gehen sie wieder weg, machen da weiter und das ist alles ein Chaos und das wird dann am Ende nichts, ja. Das funktioniert nicht. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Stranded Alien Dawn in der Early Access reinziehen, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, was ihr davon haltet. Ihr könnt mir auch Tipps geben. So, jetzt machen wir mal hier im Krankenhaus. Bauen wir mal jetzt das Regal, oder warte, halt, ich breche das nochmal ab tatsächlich. Wir kopieren das Regal, das hier ist ja das Gesundheitsregal, das sagen wir jetzt einfach mal Copy, weil dann sind nämlich die Einstellungen gleich kopiert. Genau, das kopieren wir jetzt einfach mal hier hin. Genau, weil der Plan ist ja, wenn die verletzt sind, dass die Medizin direkt in ihrer Nähe ist. Das ist ganz wichtig, damit die Wege nicht so lang sind. Das heißt, wir brauchen dann da auch entsprechend Betten. Da können wir gleich mal gucken. Betten hier. Da nehmen wir jetzt mal hier so typische Krankenbetten, würde ich sagen. So, und weil wir ja eigentlich jetzt auch durch die Baumwolle ziemlich viele Fabrics haben, glaube ich. Yo, sehr viel Cloth. Nehmen wir da natürlich Cloth. So, und wir brauchen natürlich möglichst so viele Krankenbetten, wie wir auch Typen haben. Und das heißt, warte mal, kann ich das kopieren? Ja, Copy. Ich copy das jetzt einfach. So. So. So, guck mal, haben wir 4 Krankenbetten, das ist doch eine schöne Krankenstation. Und, die werden dann da nur drauf zugewiesen, wenn wirklich auch ein Notfall ist. So, und dann brauchen wir da natürlich noch, Licht haben wir schon. Heating. Und das müssen wir ja nur heizen, wenn hier auch Leute drin sind quasi. Machen wir mal einen Heater dahin. Da brauchen wir bei dem großen Raum wahrscheinlich eh noch einen zweiten mindestens. Und wir sollten vielleicht hier nebenan auch nochmal einen weiteren Strommast bauen, damit der Strom sich noch ein bisschen besser in die Richtung hier auch verteilen kann.
Eigentlich müsste man hier vielleicht auch noch irgendwie einen Schalter machen, damit Power Switch Electronics, oder? When on turns on devices in its active circuit. Ja, lass das mal machen, weil dann können wir nämlich die Krankenstation ausschalten, wenn wir sie nicht brauchen. Das ist eine coole Idee. Das ist eine richtig geile Idee. Dann können wir die Lampen ausschalten und die Heater. Das ist gut. Dann nutzen wir die Krankenstation wirklich nur, wenn wir sie auch brauchen. Das ist mega die Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Ich schwöre. Machen wir das mal so. Noch einen Heater hier hin. Ich meine, das dauert jetzt natürlich einen Moment, aber Samantha hat ja eh gerade nichts anderes zu tun. Oh, da kriegen wir wieder Besuch. Die Viecher sind auch gar nicht so ohne, wenn die angreifen, habe ich festgestellt. Die können auch manchmal tatsächlich angreifen. Das machen die tatsächlich manchmal. Und ich glaube, das machen sie vor allem dann, wenn im Winter die Pflanzen rundum gestorben sind und die nichts mehr zu fressen finden. Dann greifen sie gerne mal an. Und das ist nicht so gut tatsächlich, weil die brechen auch schnell durch Zäune durch. Das ist generell auch so ein Punkt, was ich aus dem anderen Spielstand rausgenommen habe. Es gibt noch wesentlich stärkere Aliens, die angreifen können. Also auch in diesen Events. Riesige Stranger Things mäßige Viecher, die angreifen können und die Kolonisten förmlich zerfleischen können. Und wenn du da nicht geile Waffen hast, dann, ja, dann ist das relativ schnell relativ zu Ende, das Ganze. Deswegen, wir müssen eigentlich mal schauen, dass wir hier drumrum eine deutlich bessere Verteidigung aufbauen als diese kleinen Holzzäunchen. Alleine schon, weil die normale Fauna, die hier rumläuft, Flora meint, nee, Quatsch, doch Fauna, weil die normale Fauna, die hier rumläuft, schon auch sehr aggressiv werden kann. Insbesondere, wenn das Nahrungsangebot knapp wird. Und alleine auch durch die Tatsache, weil wir noch Events kriegen werden, die es noch in sich haben werden. Also, das kann ich schon mal sagen. Und, ja genau, sie greifen wegen der Ernte auf den Feldern an. Genau, wenn sie, sobald sie was rumliegen sehen und wenn sie selber halt auch Hunger haben, weil sie nichts finden in der Natur, dann fangen sie an, durch die Zäune durchzubrechen. Und das kann tatsächlich auch so ein Vieh hier machen. Die hier, die sind sowieso geil. Die laufen manchmal einfach straight, oder in der Herde wollen die manchmal einfach straight durchs Haupttor durchlaufen und bleiben dann in den Fallen hängen und sterben dann da. Aber wenn da keine Fallen wären, würden sie einfach durchlaufen, weil sie einfach zu den Feldern hin wollen. Das ist schon echt krass. Also, das ist schon nicht ohne, meine lieben Freunde. Man muss hier einiges auf dem Zettel behalten, definitiv. Insufficient Materials haben wir. Ich frage mich ja eigentlich, wo genau? Ach so, das Bett. Können das Bett nicht reparieren. Naja. So ist das dann halt. Haben wir eigentlich nochmal jetzt Schuhe gekriegt? Nee. Wie lange dauert es denn, bis die nächsten Schuhe fertig sind? Ah, guck mal, die nächsten Schuhe sind schon wieder zur Hälfte fertig. Ich hätte ja gerne vor dem Wintereinbruch wenigstens Schuhe bei allen Kolonisten. Das wäre schon eine schöne Sache eigentlich. Genau, ich habe ja hier Times eingestellt, genau. Da müssen wir mal gucken jetzt, dass wir das schaffen. Bald haben alle Schuhe und dann ist das kein Barefoot-Camp mehr. Ja, dann haben die Fußfetischisten leider nichts mehr zu sehen. Das tut mir dann natürlich sehr leid. Ich mache mal Beschleunigung an, die schlafen gerade alle, ne? Oh nein, die Pies sind am Vergammeln. Das ist natürlich übel. 31% Shelf-Life nur noch. Ja, wir haben halt zu viel Essen, ne? Das ist halt das Problem. Das ist einfach sonst zu viel. Die können das gar nicht alles wegessen. Guck mal, wir haben noch 9 Kuchen. 7 von den Pies haben wir noch. Rita ist am Schuhe craften. Sehr gut. So muss das sein, meine lieben Freunde. Das meine ich halt, ja. Sie macht jetzt halt nicht noch irgendwas anderes nebenbei. Weil ich glaube, die hatte vorher, bevor ich das umgeändert habe, hatte die bei Kochen nämlich auch eine Prio, glaube ich, auf 1. Und dann hat die natürlich immer, wenn es was zu kochen gab, hat die dann immer aufgehört und hat dann immer da irgendwas anderes gemacht noch. Was halt total dämlich ist. Jawohl, guckt mal hier. Der Medizinschrank ist schon fertig. Nice, warte, dann können wir da direkt mal sagen, mach mal hier das Keep Empty, genau, mach das mal raus. Und dann macht man hier auch alle Sachen. Okay, hier ist gar nicht ausgewählt. Achso, ja gut, weil ich Keep Empty gemacht habe. Ja, ja, okay. Keep Empty, genau. Und dann können sie das nämlich hier reinpacken, alles. Nach den Filtern, die hier ausgewählt sind. Das ist jetzt der Circuit von dem Schalter hier, ne? Der Schalter hat jetzt Circuit 1. Und jetzt müssen wir quasi, wenn die Geräte fertig sind, müssen wir sagen, hier Circuit 1. Und dann hier Circuit 1.
Genau. Und dann können wir nämlich mit einem Druck auf den Schalter, können wir dann die Gerätschaften hier in dem Raum, die alle an Circuit 1 hängen, ausschalten. Das ist eigentlich ganz geil. Weil dann sparen wir uns nämlich den Strom, wenn da die Krankenstation nicht genutzt wird. Dann brauchen wir da kein Licht drin und keine Wärme. Nice, nice. Das ist schon eine geile Sache. Guck mal, wir haben jetzt auch wieder volle Batterieleistung. Das ist gut. Das ist ganz ausgezeichnet. Und hier stirbt gleich ein Tier. Kriegen wir wieder Fleisch. Das ist auch gut. Ja, es läuft, meine lieben Freunde. Es läuft. Handling Ceiling Lamp. Ach so, die müssen da das einstellen auch. Die müssen da ranlaufen und die Einstellung vornehmen. Das ist ja interessant. Guck mal, jetzt haben sie es umgestellt. Aber warum machst du nicht gleich auch noch die andere? Da geht sie wieder essen. Also, die machen auch immer so unnötige Sachen. Statt sie dann einfach noch die andere Lampe auch noch einstellt, die daneben direkt ist. Nee, jetzt gehe ich erstmal einen Kuchen essen. Ah. Oh, es sind wieder Schuhe fertig, oder? Warte mal. Wer ist denn hier am schlecht gelauntesten? Vanessa. Vanessa kriegt jetzt Schuhe. Hä? Das sind gar keine Schuhe. Müssen da nicht eigentlich Schuhe sein? Trägt die gerade jemand weg oder was? Wo sind denn die Schuhe hin? Vielleicht hat die sich. Okay, die hat sich anscheinend Cementa schon geholt. Nee. Hä? Christa? Okay, ich blick nicht durch. Irgendwer hat sich anscheinend die Schuhe schon gemopst. Dann halt so. Dann sollen sie sich die Sachen halt selber nehmen, wenn sie sie brauchen. So ist das ja auch okay. Wie läuft's in Meltdown City? Es haben fast wieder alle Schuhe. Wir brauchen noch ein paar Schuhe und dann haben wieder alle Schuhe. Das ist doch geil, oder? Und wir haben ein Krankenhaus jetzt auch. Wir haben ein Krankenhaus am Start. Hat zwar noch keiner die Medikamente rüber geschafft, aber immerhin. Weißt du was, Christa? Du kannst jetzt mal bitte aufhören zu forschen, weil wir kommen gar nicht hinterher, die ganzen Sachen zu bauen, die wir da erforschen. Christa, du machst jetzt mal bei Forschung nur Prio 2. Und bei Kochen hast du eine Prio 1, okay. Aber Deliver, Handle und Heal. Weil dann kann sie nämlich auch mal ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel hier diese Einstellungen für die Lampen und sowas alles. Dann macht sie nicht ständig die Forschung. Und dann haben nämlich die anderen die Möglichkeit, auch noch ein paar andere Sachen zu machen. Genau, und die Medizin kann sie hin und her tragen. Ist auch wichtig. Hatten wir jetzt eigentlich schon Antibiotika bekommen? Frage ich mich gerade. Warum sind da so viele unfertige Sachen in den Schränken drin? Es ist auch bescheuert, dass bei den Unfinished Items nicht dabei steht, was es ist. Wie soll man denn wissen, was das dann ist? Das sind hoffentlich jetzt nicht Schuhe. Dann raste ich aber ein bisschen aus. Ja, ich glaube, so langsam sind wir an einem Punkt angekommen, wo quasi so der Status der Kolonie, wo der so langsam so ein bisschen in eine positivere Richtung schwenkt. Und jetzt kommt so ein Asteroid und schlägt mitten ein. Das wäre so geil. Das wäre so lustig. Handling Trap. Ja, immer schön die Traps resetten. Genau, das ist auch wichtig. Sag mal, sie researcht ja schon wieder. Hat sie nichts anderes zu tun? Da sind doch auch noch. Warum kann sie eigentlich nicht butchern, frage ich mich. Sie müsste doch auch butchern können. Was ist ein butchern für ein Skill? Ist das Hunten? Wenn es Kochen ist, müsste sie ja erst recht eine Eins dabei haben. Ausnehmen von Tieren ist Jagen, oder? Das ist mehr ein Jagdskill und kein. Kann es sein, dass sie die Sachen hinten in dem Raum hinter der Küche bringen? Da sind auch die Antibiotika. Oh, yo. Das ist natürlich. Das ist tatsächlich so, ja. Warte mal ganz kurz, dann nehmen wir hier mal die Medizin komplett raus. Gut aufgepasst. Ja, ich habe das gar nicht gesehen, siehst du mal. Habe ich gar nicht gerafft. Außer das Zeug hier, das schaffen sie dahin. Manchmal ist das echt seltsam mit denen, ey. Guck mal, wie das auch gleich läuft, wenn die nicht so viel Nahrung herstellen müssen. Immer schön Kuchen essen. Die müssen doch irgendwann eine totale Verfettung am Start haben, ey. Wenn die ganzen Tag immer nur Kuchen essen und Pies, das macht doch wahnsinnig dick. Ich will jetzt hier nicht Bodyshaming machen oder so, ja, aber trotzdem. Irgendwann gehen sie alle auf wie so ein Pfannkuchen. Ich meine, gut, dann ist denen nicht mehr so kalt im Winter. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Da wollen wir mal gleich das ausprobieren jetzt mit dem Schalter. Geht das jetzt? Nee, halt, Moment, ich muss noch die Heizung auf Circuit 1 stellen. Ach, das ist immer zu erwischen, das ist immer so ein Klickding. So, Heizung auf Circuit 1 und jetzt schalt mal aus. Turn off. Butchering Scissorhands Hatchling. Nee, du gehst jetzt hier ran und schaltest den Power Switch ein und aus. Yes, es hat funktioniert. Und jetzt, ach so, sie muss noch die Heizung umstellen, genau. Nice, es funzt, meine lieben Freunde, es funzt. Wir haben einen Stromkreis erstellt. Erinnert mich um Gottes Willen dran, dass ich die Krankenstation auch unter Strom setze, wenn die
Notfall haben, wenn da irgendeiner verletzt ist. Ich meine, da müssen wir ja dann eh einstellen, dass die Betten auch benutzt werden, weil ich glaube, von alleine gehen die da nicht hin. Die gehen ja sonst immer in ihre normalen Betten rein. Kann man eigentlich da beim Bettenstatus als Krankenbett? Nee, kann man nicht. Bei RimWorld konntest du dann das Bett als Krankenbett markieren, sodass dann immer, wenn irgendeiner verletzt ist, er automatisch da hingegangen. Verstehe ich aber auch nicht, warum sie das nicht so gemacht haben. Das hätten sie einfach übernehmen können. Animal Migration. Oh Gott, da müssen wir wieder aufpassen, dass die Viecher nicht auf unser Gelände laufen. Aber man muss schon sagen, das läuft jetzt eindeutig besser. Spielt die Temperatur eine Rolle beim Verderben? Nein, leider nicht. Also soweit ich das beurteilen kann, nicht. Es geht nicht nach Temperatur, es geht nach Lagerungsort. Zumindest sagt mir das Overlay. Wenn ich jetzt hier gucke, hier, ne? Hier sind ja die Sachen drin im Lager. So, wenn ich jetzt hier schaue, Shelf Life, da steht ja Haltbarkeit, ne? Shelf Life ist Haltbarkeit. Und da steht jetzt Outside 24 Tage, Under Roof Indefinite. Also das Indefinite heißt unendlich. Wenn es im Kühlschrank ist, dann ist es Indefinite, also unendlich. Und wenn es Frozen ist, ist es unendlich. Und Refrigerated heißt halt, ja gut, das spielt halt insofern eine Rolle, als dass, wenn die Temperatur Refrigerated ist, also wenn es unter 0 ist, dann ist es Refrigerated. Das würde theoretisch auch gehen, wenn du es im Shelf hast und dann sinkt die Temperatur auf unter 0, dann ist es Refrigerated. Ja, das ist so ähnlich wie bei RimWorld. Also ja, doch schon, aber nur bei den Minustemperaturen. Die oberen Temperaturen über 0 machen keinen Unterschied. Bei RimWorld hat es dann nämlich auch die Geschwindigkeit des Vergammelns reduziert, wenn es dann nur so bei 7 Grad war, halt Kühlschranktemperatur und so. Das ist hier anscheinend nicht der Fall. Also, wenn man das jetzt sich zunutze machen wollen würde, man müsste hier jetzt diesen Raum, oder eigentlich müsste man das ganze Regal, in einen separaten Raum nehmen und dort müsste man dann eine Klimaanlage einbauen, die den Raum auf 0 kühlt. Oder man baut gleich einen Refrigerator. Das ist halt die Frage, was ist effizienter vom Strom? Und da können wir ja mal gucken, können wir nicht, weil ich habe die Klimaanlagen ja noch gar nicht erforscht. Wenn ich die Klimaanlagen erforscht habe, können wir mal gucken, was besser ist. Ob man einen Refrigerator aufbaut unter Storage, also so ein Freezer, nicht Fridge, sondern Freezer, so eine Kühltruhe. Die kostet 12 Dings, also Strom, und hat eine Kapazität von nur 20. Weil theoretisch könnte man ja auch einfach einen Raum mit einer Klimaanlage runterkühlen und könnte dann einfach Regale aufstellen. Und damit hätte man ja dann eine gigantische Kapazität eigentlich. Weil das wäre ja viel größer, die Kapazität, als im Freezer. Allerdings hat man dann eben, wie gesagt, das Ding, man muss halt genug Klimaanlagen wahrscheinlich installieren. Das war dann bei RimWorld auch so. Je größer der Raum ist, desto mehr Klimaanlagen brauchst du dann, damit du den halt auch auf 0 oder unter 0 kühlen kannst. Ne? Und das kostet natürlich auch wieder Strom. Deswegen muss man halt schauen, was besser ist. Würde ich sagen. Also für kleinere Mengen und kleinere Kolonien ist wahrscheinlich der Freezer besser. Würde ich sagen. Und man muss halt auch aufpassen, dass es isoliert ist, genau, weil sonst erfrieren sie im Haus, genau. Draußen sind minus 1 Grad, oh. Ah ja, stimmt, hier müssen wir jetzt natürlich auch aufpassen, es ist ja Winter, nicht wahr? Glaub, wir müssen mal die Heizung anmachen, wa? Ist ja schon fast soweit hier. Machen wir das mal, schnell mal anmachen. Ich glaube, für kalte Tage braucht man tatsächlich auch 2 Heizungen pro Raum. Also auch bei diesen kleinen Räumen. Na gut, jetzt schlafen sie erstmal im Kalten. Eine Nacht im Kalten werden sie ja wohl überleben, oder? Famous last words. Habe ich gar nicht gecheckt. Siehst du, ich rede die ganze Zeit über Refrigeraten und unter 0 und so und ich check gar nicht, dass gerade die Temperatur auch schon unter 0 geht. Voll krass, die sollen sich halt einen Pulli anziehen, ja. Den Rest musst du auch noch ausschalten. Weißt du, was eigentlich bei den Heizungen auch schlau wäre? Wenn wir die auch an den Circle dran nehmen. Fällt mir mal gerade so auf. Wenn wir die an den zentralen Heizungsschalter nehmen. Warte mal ganz kurz. Ich will das mal kurz probieren. Hier, guck mal, hier ist die Heizung an. Da habe ich es nicht vergessen. Ist auch wieder schlau. Okay, warte ganz kurz. Nee, Moment. Elektrizität, Power, genau. Powerschwitz. Guck mal, da machen wir da nämlich einen Powerschwitz. Genau, da passt ja einer hin. Machen wir einen Powerschwitz. Und dann stellen wir nämlich alle Heizungen hier, die in den normalen Räumen stehen und auch hier drüben, die stellen wir dann alle auf den Schwitz und da müssen sie mich nur einmal umschalten, weil so müssen sie nämlich immer alle Heizungen ein- und ausschalten jedes Mal. Es dauert immer vor lange, bis die da durchgelaufen sind. So müssen wir einfach nur einmal schalten und walten und dann haben wir es.
Ist, glaube ich, schlau. Hör auf, Rimworld zu sagen. Mein Alk ist gerade wieder leer geworden. Prost, kann ich da noch sagen. Gibt irgendwann auch Licht- und Wärmesensoren. Dann kannst du auch gut Heizung und Licht steuern. Ja, das ist dann noch besser. Genau, Sensoren. Genau, gibt's auch. Kann man später erforschen. Bewegungssensoren auch gegen Tiere. Dass man das registrieren kann automatisch, wenn das Tiere kommen. Und solche Sachen. Also da geht's einiges. So, was macht sie jetzt? Sie steht jetzt einfach rum. Ja, macht doch schon mal da die Heizung oder so oder irgendwas. Steht einfach rum und ja, ich gucke einfach in der Gegend rum. Ja, ist ja nur Minusgrade. Ja, geht einfach. Kann man ja mal machen. Guck mal, wie das jetzt alles richtig. Ich guck mal, das läuft so effizient jetzt. Das ist der Wahnsinn. Einer forscht, einer macht Medizin. Das ist so richtig geile Arbeitsteilung jetzt. Ich habe irgendwie plötzlich das Gefühl, dass ich die Dinge unter Kontrolle habe. Event Meteor Shower kommt gleich und dann schlagen die Asteroiden nur noch in der Base ein, wahrscheinlich, wenn ich das so sage. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich es im Griff habe. Wie diese Szene in Armageddon, wenn Paris getroffen wird, ist das dann. Sehr schön. Keiner macht die Heizung an. Ja. Hat aber mal einer den Schalter gebaut, wenigstens? Handling Furnace. Gucken, vielleicht macht das noch einer gleich. Ich kann ja schon mal die Heizung auch umstellen auf Circuit 2. Das geht ja auch. Dann können sie das vielleicht wenigstens machen. Circuit 2, genau. Wir müssen jetzt für die Heizung, wenn wir die alle zentral steuern wollen, müssen wir jetzt hier schön auf die 2 umstellen. Genau. Müssen wir gucken, dass ich alle erwische halt. Dass ich keine vergesse jetzt. Sonst wäre das ein bisschen bescheuert hier, wenn ich jetzt irgendeine vergesse. Die muss umgestellt werden. Die muss umgestellt werden. Und die hier müssen auch umgestellt werden. Hat denn keiner Handling irgendwie auf eine Prio? Warte mal, jetzt muss ich gleich mal gucken. Was ist denn jetzt schon wieder los? Irgendwas ist schon wieder los. Ist es ein Gewitter oder ist es jetzt ein Meteorschauer? Bei Meteorschauer würde ich, glaube ich, eine Meldung kriegen. So, wer hat denn jetzt hier? Wer kann denn jetzt hier? Warum macht denn hier keiner? Warte mal, was ist denn los? Oh, was? Seid ihr irgendwie doof? Warum legt ihr das da hin? Weil sie kotzen musste oder was? Hat sie einfach mal die Medizin auf den Boden gelegt? Ja, ich muss brechen. Ich lasse alle Medizin, die ich in der Hand habe, fallen. Ah, goddammit. Okay, mach mal hier Deconstruct auch. Handling Heater, ja, das ist gut. Endlich mal. So, und jetzt macht mal hier, baut mal hier den Schalter jetzt hier. Es schneit schon, verdammt. Irgendwann brauchst du eine Excel-Tabelle, um noch zu wissen, welcher Kreislauf welcher ist. Ja, ich glaube, das ist am Anfang halt noch ein bisschen undurchsichtig. Aber ich meine, wie viele Schaltkreise braucht man? Also, wie viele Geräte muss man ständig ein- und ausschalten in einer großen Anzahl? Ich würde sagen, vielleicht die Base-Verteidigung bräuchte dann noch ein Schalternetz. Also wenn du jetzt Turrets hast, damit die nicht ständig laufen, damit die nur laufen, wenn es eine Gefahr gibt irgendwie. Und ansonsten, ja, und wenn du dann natürlich auch noch automatische Sensoren hast, dann kannst du das ja sogar steuern lassen, wann die sich aktivieren und wann nicht. Da musst du es ja nicht mal mehr umschalten, da kannst du es ja automatisch schalten lassen. Also von daher ist halt die Frage, ich glaube, das ist gar nicht so problematisch. Synthetic Armor haben wir erforscht. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ach ja, das Orbitalradio. Warte mal, ich guck mal, was ist denn bei unserer Forschung jetzt eigentlich eingereiht? Laserpistols, was braucht man dafür? Research Electronic Crafting. Find and produce CPU-Cores. Okay, da muss man erstmal eine Expedition für CPU-Kerne machen. Was lohnt denn sich? Wir können gar nicht mal mehr so viel erforschen. Ich mach mal Concrete Rooms noch. Vielleicht kriegen wir da noch mal weiteres Baumaterial. Automated Turrets, da brauchen wir auch CPU-Cores. Okay, wir müssen mal eine Expedition machen. Demnächst mal wieder. Wenn die vernünftige Klamotten haben. Ah, gucke mal, gucke mal, gucke mal. Jetzt können wir einstellen. Active Circuit 2. Wie, warte mal, Samantha, du machst das jetzt mal hier. Was? Sit to relax? Handle Power Switch, genau. Handle das mal. Genau, guck mal. Und dann ist es nämlich an. Seht ihr das, wie es an ist? Jetzt sind die Heizungen an. Jetzt sind sie alle an. Außer die halt in der Krankenstation. Aber die Krankenstation hat ja ihren eigenen Kreis, ihren eigenen Stromkreis.
Das passt ja eigentlich. Und jetzt ist auch die Medizin in der Krankenstation. Ach, das läuft so gut, meine lieben Freunde. Das läuft einfach so gut. Darf ich mal sagen, wie gut das läuft? Das läuft einfach perfekt. Und ich meine, man könnte jetzt sogar vielleicht in die Krankenstation einen Freezer bauen, wo man auch ein bisschen Nahrung einpackt. Weil dann könnten sie nämlich, weil die müssen ja gefüttert werden. Wenn die K.O. sind, ausgenockt sind, müssen die ja gefüttert werden. Die Leute. Die können ja nicht aufstehen und selber essen. Und dann könnte man in die Krankenstation einen Freezer bauen, wo Nahrung drin ist, die nicht vergammelt. Ne? Und dann hätten die immer was zu essen, könnten immer die Leute dann in der Krankenstation ganz schnell füttern. Das würde dann ganz schnell gehen. Dann würden die Wege kurz sein halt, ne? Also so müssen sie nämlich, wenn sie die füttern wollen, immer erst hier rüber zum Kühlschrank, das rausnehmen, rübergehen und dann verfüttern. Das ist eigentlich total bescheuert eigentlich. Und ob die aufgetaut werden muss. Die Nahrung, die im Freezer ist, also ich glaube nicht, nee. Weil, nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich weiß es nicht, aber im Rimworld war das nicht so. Da haben die sich die dann einfach auch rausgenommen, obwohl die jetzt gefroren war oder nicht, und haben die einfach gegessen. Ich nehme mal nicht an, dass die hier jetzt da groß differenzieren oder so. So, das sieht doch mal nice aus, meine lieben Freunde. Das sieht alles sehr nice aus. Uns geht aber langsam das Scrap Metal aus, sehe ich gerade. Wir müssen mal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht... rotted away. Okay, die Pies sind jetzt weggerottet. Schade, schade, aber so ist das. Vielleicht noch mal ein paar Beeren ernten. Aber ernten müssten sie ja eigentlich, wenn es notwendig ist. Oh, hier wird Tierfett produziert. Das ist natürlich auch mal spannend. Und dass sie ein bisschen mehr Medizin machen, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Wie viel haben wir denn da jetzt eigentlich? Wir haben 13 von der Heilsalbe und Antibiotika haben wir ordentlich viel. Das muss man wirklich mal sagen. Vielleicht sollte man die Antibiotika-Produktion mal ein bisschen einstellen jetzt. Wie viel hatte ich denn da eingestellt? Welches Limit? Waren das hier Antibiotika? Ich bin blind. War das hier hinten in der Ecke? Nee. Hä? Habe ich das ausgeschaltet? Achso, das habe ich schon umgeändert. Risk of Meltdown, Vanessa. Was ist denn los, Vanessa? Hast du keine Schuhe an oder was? Ja, du hast keine Schuhe an. Haben wir Schuhe? Nee, warum haben wir denn schon wieder keine Schuhe? Macht denn das schon wieder keiner? Achso, wird gerade hergestellt. Okay. Alles gut. Wie sieht es jetzt mit der Raumtemperatur aus? 13 Grad. 17 Grad, das sieht doch gut aus. Und hier sieht es wie aus? 23 Grad sogar, nice. Schöne warme Schlafzimmer. So muss das sein. Bin schon am Überlegen, noch ein weiteres Haus zu bauen, ehrlich gesagt. Aber wir haben... Ja, müssen wir noch mal ein bisschen Holz schlagen und so. Kann man... Was kann man mit Tierfett machen? Also, so Sachen wie Speiseöl und Tierfett sind auf jeden Fall geeignet, um weitere Rezepte zu machen, die man ohne diese Zutaten nicht herstellen kann. Also, du brauchst ja zum Beispiel, glaube ich, für den Früchtekuchen brauchst ja zum Beispiel... Nehmen wir nicht den Früchtekuchen... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Hier. Genau, Sweet Meat Bites, ja. Guck mal, da brauchst du Tierfett und... Oder Tierfett... Nee, du brauchst Öl, genau. Du brauchst Öl. Öl und Fett. Also irgendein Fett brauchst du halt. Du kannst halt nicht ohne Fett das machen. Mushroom-Kroketten auch. Brauchst du auch hier das Öl. Können wir eigentlich mal einreihen. Dass wir mal so drei davon machen vielleicht. Dann haben sie noch ein bisschen mehr Food-Variation. Wieso idelst du? Warum hast du nichts zu tun? Das verstehe ich nicht. Das kann nicht sein, dass du nichts zu tun hast. Warte mal, dann kannst du gleich... Warte. Dann weiß ich, was du machen kannst. Du bist zwar barfuß gerade, aber du kannst eigentlich mal farmen gehen. Wenn wir jetzt noch ein Haus bauen wollen, dann kannst du eigentlich mal dafür sorgen, dass wir noch ein paar Steine oder so bekommen vielleicht. Aber Steine sind ganz schön weit weg jetzt, ne? Das ist natürlich im Winter ungünstig. Aber Bäume sind genauso weit weg, von daher mach mal Bäume. Wir haben ja irgendwie nur noch 14 Holz, das ist auf jeden Fall nicht so gut. Guck mal, siehst du, da kann sie nämlich gleich cutten gehen. Sauber. Und hier wird jetzt schön Schuhe gecraftet. Wenn seine Schuhe fertig sind, kann Vanessa die Schuhe sich noch anziehen. Haben wir eigentlich noch was zum Scavengen in der Nähe? Nee, ne? Doch, da drüben. Aber ist ganz schön weit weg. Und da ist auch noch was. Risk of Meltdown. Ach, Samantha hat jetzt auch einen Risk of Meltdown. Frage ich mich aber auch, warum. Könnt doch essen. I'm feeling cheerful and optimistic. Ja, ich muss auch sagen, ich fühle mich das erste Mal in dieser Frauenkolonie sowohl cheerful als auch optimistic. Das muss ich wirklich jetzt auch mal sagen. Und wenn ich hier mal die ganzen Overlays mal ausmache und wir uns das mal angucken, der sieht doch irgendwie schon ganz nice aus. So, da hinten ist schon wieder das Omen am Himmel.
Asteroiden, die über den Himmel zischen. Genau, aber ich muss sagen, das sieht doch echt idyllisch aus hier, mein kleines Frauendörfchen hier. Guckt euch das doch mal an, wie cool das ist. Also es kann sich sehen lassen, so rein optisch, finde ich. Man braucht auch Tierfett als Vorproduktion bei einer Forschung. Das kann auch sein, ja, dass man das auch als Vorprodukt braucht. Risk of Meltdown, Vanessa. Jetzt hat nur noch Vanessa Meltdown-Risiko. Aber sie hat immerhin schon mal ein paar Stämme besorgt jetzt. So, jetzt macht mal hier die Schuhe fertig. Wir brauchen nur noch einmal Schuh. Schubidubidu. Und dann hat Vanessa auch nicht mehr so schnell einen Meltdown, wenn sie durch die Pampa läuft. Aber ich glaube, jetzt haben sie gerade Freizeit. Ich glaube, die sind gerade beschäftigt mit Chillen. Wann machst du die Antenne? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, für die Antenne... Erstmal müssen wir die, glaube ich, noch... Hatten wir die jetzt schon erforscht? Orbital Radio wird ja erstmal erforscht. So. Und dann brauchen wir dafür ja auch erstmal CPU-Kerne, die wir noch nicht haben und auch nicht herstellen können. Das heißt, es geht sowieso noch nicht. Also wann mache ich das? Keine Ahnung. Wenn ich irgendwann die Voraussetzungen dafür erfüllt habe, dass ich das machen kann. Irgendwann. Kann keine Prognose abgeben. Ich mache mal Beschleunigung an. Vanessa kriegt gleich einen Meltdown. Die schafft es, glaube ich, nicht mehr zum Essen. Mal sehen, hoffentlich ist das Essen gut genug, dass sie davon mal ein bisschen einen Launebonus bekommt. Okay, naja, so mehr oder weniger. Genau, schön rein ins Bett und schlafen. Sauber, guckt euch das an. Jetzt ist der Meltdown-Risiko weg. Ja, jetzt haben wir halt auch genug Boni, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas machen. Also wenn die sich, wenn die was essen, wenn die irgendwo schlafen, dann haben die einen besseren Bonus. Ich habe ja auch mehr Freizeit eingestellt, das kommt auch noch dazu. Das heißt, das Meltdown-Risiko wird dadurch schon deutlich abgefedert, ja. Und das ist halt sehr wichtig auf jeden Fall. Wein soll ich produzieren. Ja, Wein ist, glaube ich, eingereiht in der Forschungsliste. Man war eingereiht. Ja, Bier und Wein, lass es sein. Nein, Bier und Wein in die Forschungsliste rein, so muss es heißen. Genau, aber da muss jetzt erstmal die Antenne noch erforscht werden, tatsächlich. So, jetzt macht mal hier die blöden Schuhe endlich fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt machen sie schon wieder alle möglichen Sachen, nur nicht diese Schuhe. Es war eine Frage, ob man Tierfett als Vorprodukt braucht. Das kann ich nicht genau sagen. Kann sein. Wirst du ja sehen, wenn du forschst, ob du es für irgendwas brauchst. Kann durchaus sein. Für manche ist es häufiger so, dass man für manche Forschungsprojekte die Vorprodukte dann entsprechend noch freischalten muss. Kann alles sein, weiß ich nicht. Ich kenne den Forschungsbaum nicht auswendig. Christa hat einen Research Insight gehabt. Sehr schön. Einen kleinen Boost bei der Forschung. Warum macht keiner Schuhe? Frage ich mich gerade. Warum craftet Rita jetzt eigentlich die Medizin? Craftet doch mal die Schuhe! Jesus Christ of Lord Christ. Nee, ich mache jetzt Medizin, obwohl wir davon schon so viel haben. Wie, was sind da eigentlich eingestellt für ein Limit? 30. Wie viel haben wir? 15. Weißt du was? Da machen wir mal 15 als Limit. Dann gehen die nicht wieder da, machen das nicht wieder dann gleich direkt. Müssen wir nicht auch eigentlich mal Bandagen herstellen? Warte mal. Bandagen haben wir irgendwie gar nicht. Craft. Bandages. Scrap Clothes. Until 10. Weil dann können wir die nämlich hier noch mit reinnehmen. Bandagen müssen wir unbedingt machen, wenn sie schwere Verletzungen haben, brauchen sie Bandagen. Also sobald sie hier mit den Schuhen fertig ist, müssen wir mal Bandagen machen lassen. Ah, not enough resources. Okay, warte, da muss ich die aus was anderem machen lassen. Scrap Cloth haben wir nicht genug. Ne, da muss ich sie aus normalem Stoff machen lassen. Warte. Craft. Bandagen. Machen wir mal, bis wir 15 haben auch. 15 und dann schieben wir das gleich mal nach oben. Würde ich sagen, dass die das gleich mal machen. Bevor sie irgendwas anderes machen. Ah, hier, Bandages, Scrap Cloth. Ich sehe schon. Ja, ja, dann machen wir das mal raus. Schuhe! Da ist die Signalrakete! Ho, eine Signalrakete ist am Himmel aufgestiegen. Es muss ein anderer Survivor sein. Er braucht Hilfe. Okay, alles stehen und liegen lassen. Das Signal, das Signal, das Signal. Sieht man das eigentlich auch? Ich weiß nicht. Pause, Pause, Pause. Stopp, stopp, stopp. Warte, warte, warte. Samantha, Samantha, Samantha. In den Dings. In a little pain, I don't care. Rein und zur Signalrakete. Samantha, sofort. Send Expedition. Los. Zack, zack, zack. Ist mir egal, ob es kalt ist, stürmt, regnet oder schneit. Ist mir jetzt alles Wurst.
rein und los und abholen den Typen. Ich will jetzt endlich einen weiteren Survivor haben. Ich raste aus, wenn ich jetzt endlich einen kriege, wenn ich hier nicht mehr mit den Frauen alleine eingesperrt bin. Endlich die fünfte Frau, Kappa. No! Never! Haben wir jetzt Schuhe? Wir haben Schuhe nochmal. Vanessa. Die kriegt gleich jetzt die Schuhe verpasst. Wenn sie den Baumstamm abgelegt hat. Los, leg den Baumstamm dahin und. So. Equipping. Ah, sie macht das schon. Okay, sie macht das schon. Na Gott sei Dank. Guck mal, jetzt gucken wir nochmal Vanessa an, wie sie barfuß rumläuft. Das letzte Mal. Die letzte Person ohne Schuhe kriegt jetzt auch endlich Schuhe. Der Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Und da werden Bandagen gecraftet. Nice. So, da geht's los. Genau. Samantha startet. Oh, hoffentlich wird das was, ey. Hoffentlich kriegen wir jemanden jetzt. Der Wahnsinn. Ich raste aus, wenn wir jetzt einen kriegen. Ich werde weinen, glaube ich. Ich muss heulen dann. Ich kann, glaube ich, die Emotionen nicht mehr zurückhalten. Ich krieg, glaube ich, dann so zu Freudentränen kriege ich dann. Wahrscheinlich finden sie noch eine Leiche jetzt. Das wäre so lustig. Ja, wir haben einen gefunden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, er ist schon tot. Wir waren nicht schnell genug. Obwohl ich innerhalb von 2 Minuten reagiert habe. Aus 4 Frauen werden 5 Frauen. Und die ankommende Person verblutet. Ja, wir haben ja eine Krankenstation, nicht wahr? Und wir haben Medikamente. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch Bandagen. Warte mal, wo packen die Bandagen eigentlich hin? Warte mal, das ist eine gute Frage. Haben die jetzt mal gemacht hier? Warum machen sie die eigentlich aus Leder? Och Gott, ey, weißt du. Nicht aus Leder machen die Bandagen. Ihr sollt die aus normalem Stoff machen. Herrgott nochmal, wir haben so viel Stoff. Und sie nehmen natürlich das gute Leder, weißt du? Oh, heute machen wir mal Lederbandagen, weil wir heute so in Geberlaune sind, ja. Ach, meine Fresse, ey. Warum steht ihr wieder nur rum? Was ist denn da eigentlich los? Mittagspause, wa? About to rot away. Nein, ein Kuchen ist am Vergammeln. Bitte nicht... Bitte nicht vergammeln. Christa, was stehst du da rum? Du musst arbeiten. Hust, hust. Ja, genau. Arbeiten. Ah, guck mal. Jetzt wird das Leder tatsächlich zu den Schuhen getragen. Ich bin begeistert. Von mir aus, dann mach halt nochmal Schuhe. Bandagen wären eigentlich wichtig. Nee, warte mal. Mach mal Bandagen, bitte. Craft Bandages. Mach mal bitte Bandagen. Mach mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wichtig ist für die Person, die da gleich ankommt. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass das jetzt genau das Richtige ist. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt muss ich mal gucken, warte mal. Können wir hier Bandagen schon einstellen? Wegen Lagerung und so? Ja, Bandagen, okay. Weil nicht, dass die jetzt wieder hier drüben reinpacken irgendwo. Das wäre jetzt wieder mal ein Fail. Das Regal hier ist ja schon weg. Genau, Bandagen machen. Schön Bandagen herstellen. Ja, wie produktiv das läuft. Sehr schön. Und Bandagen sind fertig. Ich bin ja begeistert. Endlich. Vanessa ist auch am Kotzen. Ich glaube, das Essen ist schon wieder nicht mehr so gut. Nein, ich kann nicht funken. Geht nicht. Ich muss erst den Funker erforschen, das Orbitalradio. Und ich muss vorher noch Mikrochips, also CPUs herstellen. Vorher kann ich das nicht machen. So, und jetzt wäre es schön, wenn sie noch die Bandagen vielleicht auch... in die Krankenstation transportieren würden, die Herrschaften. Wie willst du denn CPUs herstellen ohne TSMC? Jaja, die brauchen keinen Taiwan Semiconductor hier. Die sind ihr eigener Chip-Hersteller. Aber das Ding ist, wir müssen es auch erstmal erforschen. Ich glaube, ich muss CPUs erst finden, bevor ich sie bauen kann. Das ist so ein bisschen der Haken da dran. Die braucht ganz schön lange, die Samantha, für ihre Expedition. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Nachricht, Samantha wurde gekidnappt von irgendwelchen komischen Mad Max-Typen. Das wäre jetzt so lustig, ne? Und dann ist einer weniger, das wäre halt auch so geil. Der Ballon ist weg und Samantha weg, das wäre so krass jetzt. Samantha braucht 2 Tage, was? Ah, nee, stopp. Expedition... I'm too late. Ah, ich hab's gewusst. Junge, ich hab's gewusst. Ein verdrehter Körper liegt entstellt
auf dem Boden nicht weit von der Graveside. Es sieht so aus, als wäre er von etwas attackiert worden. Ich bin nicht in der Lage, irgendetwas zu scavengen. Aber ich habe den Ort markiert. Wir können da später nochmal hin. Get out of there. Oh Mann, Alter, ey. Das ist doch nicht wahr, Mann. Der hat doch gerade eben erst eine Leuchtrakete abgeschossen, Mann. Gerade eben erst. Literally. Und wir sind 2 Sekunden später in den Ballon und zu ihm geflogen. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was haben die denn alle für eine Lebenserwartung, die da runterkommen, ey? Null oder was? Die berühren den Boden und sind tot oder wie, ey? Risk of Meltdown. Spielwehr-LP. Keiner will zu den Weibern, lieber sterben sie alle. Und an dieser Stelle endet diese Folge Stranded Alien Dawn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Stranded Alien Dawn, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Er wird für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.